Hallihallo, ich bin's, der Blumenmann. Heute geht's um eine Weinflasche, die wir nicht leer verschenken wollen, sondern die wir als Mitbringsel ganz leicht und einfach mit trockenen Materialien aus dem Fundus dekorieren wollen. Immer wie mehr, wenn du viele Videos von mir geschaut hast, merkst du, ja, wir schmeißen nichts fort von Blumensträußen, von Geschenken, Geschenkband und so weiter, können wir immer behalten und dann können wir was Schönes daraus machen. Ich habe heute mal eine schöne Pfauenfeder, hat es oftmals immer wie mehr auch in Blumensträußen. Dann habe ich trockenes violettes Schleierkraut, ich habe einmal Limonium und ich habe einmal Asparagus. Eukalyptus hast du in jedem Blumenstrauß aktuell und er duftet fein und er trocknet wunderbar ein. Draht findest du bei Floristik24 mit dem Rabattcode Blumenmann, gibt es dort 10% Rabatt. Aber du hast sicherlich auch noch irgendein Draht zu Hause. Ich finde, Violett passt wunderbar zu diesem Flaschenhals, zu dieser Flasche und darum habe ich mich entschieden für diese Farbe. Also, wenn du sehen willst, wie ich das mache, starten wir doch mal gleich. Das Wichtigste ist am Anfang, wir machen ein kleines Sträußchen von unserem Material und können so eigentlich unsere Kreation mit ganz wenig Handgriffen selber machen. Ich lege jetzt da nach oben und nach unten meine Materialien. Schaue, dass ich da am Schluss die Etikette immer noch frei habe. So. Machen wir da dieses kleine Sträußchen an Material, binden es mit dem Draht locker flockig zusammen. Legen es dann an unseren Flaschenhals. Und du siehst, das kannst du mit allem Material, was du zu Hause hast, einfach machen. Also da brauchst du nicht extra irgendwas zu kaufen, sondern du nimmst, was du hast, machst ein kleines Sträußchen passend zum Material, was du zur Verfügung hast. Ich schneide jetzt da den Eukalyptus ganz kurz, kann ihn so als Deko-Element hier noch schön reinmachen. Lege da zweimal auch nochmals Draht ringsum, verkeile dann hinten den Draht schön fix zusammen, schneide es ab, lege es rum und so haben wir auf die Schnelle eine Weinflasche schön dekoriert. Du siehst jetzt da diese Pfauenfeder, die ist nicht ganz perfekt, doch, sie ist perfekt, wenn ich da richtig die Flasche drehe. Und so siehst du, haben wir auf die Schnelle eine schöne Weinflasche dekoriert. Harmonisch, schön und einfach. Schau im Keller, was hast du noch für eine Weinflasche, schau in deinem Fundus, was hast du noch für schönes Material und dann kann es schon losgehen beim Kreativsein. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, wenn ja, lass einen Daumen nach oben für den Blumenmann da und schau immer wieder rein, wenn es heißt, es gibt was Spannendes, Schönes beim Blumenmann zu entdecken. Tschüss und weg, sag ich dann, ich war's, genau, dein Blumenmann.